Guten Tag, mein Name ist Lothar Altringer. Ich bin einer der Kuratoren dieser Ausstellung. Ausstellungen sind ja immer ein faszinierendes Gemeinschaftsunternehmen. In dem Fall haben wir zu viert diesen wunderbaren Rückblick in die Fotografie der Weimarer Republik entwickelt. 400 Fotos, die einen einmaligen Einblick in diese so faszinierende, aufregende, spannende, auch historisch tragisch endende Zeit bieten sollen. Fotografie in einer Ausstellung lädt zum intensiven Hinschauen ein. Und das tun wir jetzt vielleicht einfach gemeinsam. Ich stelle Ihnen meine 4 oder 5 Lieblingsbilder einfach vor. Ein Rundgang in 14 Kapiteln durch die Weimarer Republik, durch 14 Jahre, von Politik über Mode, Sport, ganz unterschiedliche Themen. Schwierige Frage, was meine Lieblingsbilder sind. Ganz am Anfang starten wir vielleicht nicht unbedingt mit meinem Lieblingsmotiv. Es ist fotokünstlerisch. Auch kein Highlight, aber ein Foto, das Zeitgeschichte gemacht hat. Es zeigt 4 mit Badehose begleitete Männer beim Baden in der Ostsee. Der Kurfotograf hat sie beim Vorbeilaufen aufgenommen. Die Männer haben gesagt, ja, ist okay auf seine Nachfrage. Und das war ein großer Fehler. Abgelichtet sind nämlich höchst bedeutende Figuren. Zweiter von rechts, Friedrich Ebert, damals noch nicht Reichspräsident, und daneben Reichswehrminister Noske. Sie hat ein Kinderheim an der Ostsee eröffnet und danach einfach gebadet. Und dieses Foto wurde missbraucht für politische Propaganda über viele, viele Jahre und hat Friedrich Ebert bis ans Ende seiner Zeiten negativ verfolgt. Es erschien nämlich Monate später als Titelbild der Berliner Illustrierten Zeitung, der auflagenstärksten Zeitung der Weimarer Republik, mit der diskreditierenden Unterschrift der frisch gewählte Reichspräsident, also der höchste Repräsentant des Weimarer Staates, wurde in Badehose gezeigt. Das hat bei seinen Gegnern natürlich Furore gemacht. Sie sahen da die neue Republik nicht würdevoll vertreten und weinten dem Kaiserreich und dem Kaiser in Paradeuniform nach. Und Friedrich Ebert wurde mit dem Foto verfolgt bis ans Ende seiner Zeiten. Demonstranten gegen ihn schwenkten immer wieder Badehosen. Es zeigt, wie verhängnisvoll Fotografie benutzt werden kann, wie Fotografie immer durch ihren Kontext bestimmt wird, und öffnet vielleicht am Anfang der Ausstellung die Augen dafür, wie vielfältig Fotografie mit ihrer jeweiligen Zeit verwoben ist. Ja, Porträtfotografie ist ja eine der ganz großen Aufgaben der Kunst seit der Renaissance. Und natürlich hat da auch die Porträtfotografie der Weimarer Republik teilgenommen. Porträtfotografie war ja auch wichtig für die Entwicklung der Fotografie als Kunstform überhaupt. Eine Entwicklung, die auch in der Zeit so richtig erst Fuß gefasst hat. Ich finde, wenn man hier einen Blick rund wirft, sieht man sofort, hier ist ein neues Menschenbild. Hier sieht man neue Frisuren, ein neues Auftreten. Die Weimarer Zeit war ja die Zeit auch einer gesellschaftlichen Revolution. Frauenwahlrecht als ein Beispiel, viele Bestrebungen zur Emanzipation der Frau. Und das sieht man diesen Bildern an. Auf den ersten Blick erkennt man ja zum Beispiel den typischen Kurzhaarschnitt der Weimarer Republik. Wir kennen das ja alles aus Filmen Babylon Berlin oder anderen oder Marlene Dietrich oder wie auch immer. Man sieht ganz moderne Gesichter, man sieht auch extreme Porträtauffassungen nah heran, neben ganz traditionellen Fotografien, die noch aus der Tradition des Piktoralismus, aus der Tradition der künstlerisch bemühten Fotografie des Kaiserreichs stammen. Also alles konnte nebeneinander existieren. Aber nicht zufällig stehen wir hier vor meinem Lieblingsbild der Abteilung, ein Porträt von Lotte Lenya, einer damals sehr bekannten Schauspielerin. Das Porträt stammt von Lotte Jacobi, auch eine meiner Lieblingsfotografinnen. Fotografinnen übrigens. Wir haben auch ganz viele Frauen als Fotografin. Hier auch das Berufsbild der Fotografen und Fotografinnen wandelte sich. Und das ist für mich ein Meisterwerk der Porträtfotografie. Und es zeigt, warum es Sinn macht, in einer Ausstellung überhaupt Originale zu zeigen. Wir haben ja hier größtenteils sogenannte Vintage-Fotografien. So nennt man Fotografien, die zeitnah zur Aufnahme auch entwickelt worden sind, oft von den Fotografen selber. Das war ja Handarbeit. Und der künstlerische Prozess wurde in der Dunkelkammer erst vollendet. Und das prägt auch dieses Foto. Hier ist nämlich etwas gelungen, was hochrangige künstlerische Schwarz-Weiß-Fotografie nach Auffassung der Zeit und auch noch der 50er und 60er Jahre auszeichnen sollte. In einem Bild die Entwicklung von Schwarz bis zu Weiß. Und hier ist das ja perfekt gemacht. Das Gesicht löst sich aus dem schwarzen Hintergrund. Ganz weiß davor die Zigarette. Das ist dunkel,
kammertechnisch gar nicht so einfach herzustellen, dass die Zigarette nämlich weiß leuchtet und nicht einen grauen Schleier bekommt. Aber das ist vielleicht nur das Künstlerische. Es guckt uns ein unglaublich frisch gezeichnetes, lebendiges Gesicht an mit ganz prägenden, bannenden Augen. Ein wunderbarer Ausschnitt. Der Kopf ist angeschnitten, der Arm ganz vorne ins Bild gelegt. Also so etwas hätte man im Kaiserreich mit Sicherheit nicht gemacht. Und herausgekommen ist ein ganz wunderbares Porträt, das auch wirklich eine Charakterstudie dieser faszinierenden Schauspielerin ist. Und ein großes Stück Fotografie. Wo wir schon beim Thema Handarbeit waren, Sie sehen gerade das Großfoto der nächsten Abteilung der Ausstellung. Und hier kann man sehr gut Retuschen erkennen. Also Eingriffe in das Negativ oder in den Abzug, der bestimmte Konturlinien verstärken sollte, die später dann in der Reproduktion deutlicher herausgekommen sind. Also das ist ein Beispiel, dass diese Fotografie wirklich Handarbeit ist. Wir stehen jetzt hier in dem nächsten Thema, Glanz und Elend. Das war uns vier ganz wichtig, dass man natürlich nicht nur die künstlerischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Zeit zeigt, sondern auch die Sprengkraft deutlich macht, in der die Menschen in dieser Zeit gelebt haben. Es war ja eine Zeit von Inflation, Weltwirtschaftskrise, Straßenkämpfen, Gewalt, auch von einem zwischenzeitlichen wirtschaftlichen Aufschwung in den goldenen 20ern von 1923 bis 1929 mit einem Gesellschaftsleben in Berlin, das dem Begriff goldene 20er wirklich Rechnung getragen hat mit Bällen und Bars und Shows. Aber das war Berlin, das hat nicht das ganze Land erreicht. Dokumentiert ist das vielleicht am besten in diesem wunderbaren Foto von Alfred Eisenstädt, auch einer der ganz großen Fotografen der Zeit, ein Autodidakt. 1926 hatte er erst angefangen zu fotografieren, wurde später auch in Amerika sehr berühmt nach dem Exil. Und er hat hier einen Berliner Filmball dokumentiert und links, Sie werden es vielleicht erkennen, steht ganz prominent Marlene Dietrich, der große, spätere auch große Hollywood-Star, ganz provokant in einem Hosenanzug mit einer Art Pfeife oder einem Zigarettenfilter in der Hand, also ganz mondän und glitzernd. Daneben rechts übrigens Leni Riefenstahl, die natürlich dann auch noch nach 1933 eine gewisse berüchtigte Berühmtheit erlangt hat. Das war eine Seite der Weimarer Republik, aber uns kommt es auch auf die andere Seite an und da zeige ich Ihnen zwei andere Lieblingsfotos von mir. Vielleicht die Lieblingsfotos, die für mich wirklich berührendsten Fotos in der ganzen Ausstellung. Das sind zwei Fotos, die meiner Ansicht nach einen Raum gefüllt hätten, trotz ihrer kleinen Größe, weil sie monumental und beim näheren Betrachten auch unglaublich anrührend wirken. Es sind zwei Porträts von August Sander, der vielleicht berühmteste Porträtfotograf der Zeit, mit seinem unglaublichen Unternehmen, nämlich dem Buch Menschen des 20. Jahrhunderts. Er hat also versucht, Menschentypen zu fotografieren, die jeweils einen Typus wiedergeben und damit die gesamte Gesellschaft, die menschliche Gesellschaft des 20. Jahrhunderts prägen sollten. Also die Sekretärin, den Bauern, den Kohleträgern und so weiter. Und für mich das Ergreifendste ist die Mappe 43 Menschen, die an meine Tür klopfen, nämlich 43 Menschen, die gebettelt haben, die etwas verkaufen wollten. Und wir sehen hier zwar einfach ergreifende Figuren, links eine Bettlerin. Wenn man das Foto ganz lange alleine anguckt, ohne irgendwas zu wissen, spürt man die Tragik dieser Figur, die in aller Würde da steht, aber man sieht ihre Verzweiflung, ihre Gebrochenheit, man sieht die abgenutzte Kleidung. Aber August Sander demaskiert nicht, er zeigt sie in aller Würde. Und genau dasselbe gilt für die Figur rechts, den Almosenempfänger. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie die Fotos näher anschauen werden, aber mich berühren sie tief und zeigen auch die Macht der Fotografie mit, 30 Quadratmeter Oberfläche, ein ganzes Menschenleben zu erzählen, uns einzuladen, nachzudenken, mitzuspüren. Und das ist große Kunst für mich. Medienrummel, so wie wir ihn heute kennen, den gab es auch schon in der Weimarer Republik. Ein ungeheurer Bilderhunger musste befriedigt werden. 400 Tageszeitungen und Illustrierten mit der Berliner Illustrierte, die auflagenstärkste Zeitschrift der Welt, 2 Millionen Exemplare und eine ganz moderne Erfindung, uns heute noch modern vorkommende Erfindung, nämlich die Kombination von Bild und Text in Reportagen. Das prägt ja bis heute Time, Spiegel und wen auch immer wir da nennen wollen.
Deswegen war es für uns klar, dass wir natürlich irgendwie etwas mit dem Thema Fotografie auch als Plakatmotiv auswählen. Und das war von Anfang an unser Lieblingsmotiv. Es zeigt eine junge Pressefotografin bei der Arbeit. Das Gesicht ist natürlich so fröhlich, hoffnungsvoll und in die Zukunft weisend. Das passt auch zum neuen Frauenbild der Weimarer Republik. Wir erkennen wieder die typische Kurzhaarfrisur. Ein bisschen stimmt mich das Bild auch immer melancholisch. Bei all den Menschen, die hier abgelichtet sind, wissen wir ja, was sie erwartet hat, nämlich mit 1933 die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Die Kunst der neuen Sachlichkeit aus der Zeit der Weimarer Republik wollte sich dem Wesentlichen der Welt zuwenden, das zeigen, was wirklich relevant ist. Dazu passt eine künstlerische Strömung im Bereich der Fotografie, das neue Sehen, die umfasste das Experimentieren mit neuen Bildwinkeln, mit dramatischen Perspektiven, mit Unter- oder Obersicht, mit Detailaufnahmen. Also ein Spielen mit dem Medium Fotografie, ein Spielen, das uns eigentlich das ermöglicht hat, was wir heute mit Fotos machen. Wir haben ja keine Probleme mit unseren Handys, ungewöhnliche Perspektiven zu fotografieren. Unser Auge ist dafür geschult und das ist vielleicht eine Entwicklung aus der Weimarer Republik. Was man mit Detailaufnahmen machen kann, zeigt für mich ganz vorbildlich Karl Bloßfeld. Er ist sehr bekannt geworden, schon in der Weimarer Republik, mit einem Fotobuch, das er Bauformen der Natur genannt hat. Was hat er gemacht? Er hat Detailaufnahmen von Pflanzen aufgenommen, hier ein Pfauenradfarn in einem Detail. Eigentlich hat er das als Vorlagen genommen für seine Skulpturenklasse. Er war nämlich Kunstgewerbelehrer für Skulptur. Aber das ist zu einem eigenen Kunstbuch geworden und heute sehr berühmt. Das zählt sicherlich zu den 10 einflussreichsten Fotobüchern aller Zeiten. Und wenn man sich die Fotografien genauer anschaut, tritt tatsächlich zurück, dass es Fotografie ist. Es sind ja ornamentale Formen bar jeder Zweckmäßigkeit und einfach nur schön. Das zeigt, was Fotografie damals auch geleistet hat, sich vielleicht von der reinen Funktion ganz zu lösen und tatsächlich zu einer Kunstform zu werden. Nun bin ich doch schweren Herzens an vielen Lieblingsbildern vorbeigelaufen. Wir sind schon am Ende der Ausstellung beim Thema Sport, ein politisch relevantes Thema in der Weimarer Republik, genau wie heute, würde ich einmal behaupten. Mein Lieblingsbild in dem Bereich ist ja völlig misslungen. Alfred Eisenstädt fotografiert das Sechstagerennen 1928 im Sportpalast. Das Bild ist verwackelt, es ist pixelig, nicht richtig scharf. Aber wenn Fotografie darum geht, das Wesentliche aufzunehmen, den Geist der Zeit oder einer Szene wiederzugeben, dann ist es ein hohes Kunstwerk für mich. Gerade dadurch, dass es unscharf ist, zeigt es die Dynamik des Ereignisses, die Unruhe, das Fiebernde des Rennens. Es zeigt also, wie Fotografie mit allen Medien und auch mit dem Unvollkommenen Großes leisten kann. Das ist übrigens nochmal ein Foto von Alfred Eisenstädt. Es stammt übrigens aus der Sammlung unseres Fördervereins. Wir haben ja einen eigenen Förderverein für Fotografie, die Gesellschaft Fotoarchiv. Vielleicht kleine Empfehlung, schauen Sie doch einmal nach. Mitgliedschaft schon ab 25 Euro und Sie haben freien Eintritt in alle unseren wunderschönen Ausstellungen. Fotografie in der Weimarer Republik, eine Ausstellung in 14 Kapiteln mit politischen Themen natürlich, Revolution und Republik, aber auch vielen lockeren Themen wie Mode, Porträtfotografie, Sport. Also ein kaleidoskopischer Überblick über diese verrückten, gewalttätigen, spannenden 14 Jahre. Am Anfang der Ausstellung haben Sie eine einmalige Gelegenheit, herauszufinden, warum gibt es diese Fotos eigentlich? Nämlich, weil es eine Zeit mit einem gewaltigen Bildhunger gab. 400 Zeitschriften und Zeitschriften hatten Bilder, haben Bildreportagen gebracht. Eine ganz neue Entwicklung für die Weimarer Zeit. Und Sie können sich etwa eines der Leitmedien der damaligen Zeit durchblättern. Zwei komplette Jahrgänge, nämlich die Kölner Illustrierte Zeitung. Eine Auflage von 300.000 bis 500.000, die Berliner Illustrierte Zeitung 2 Millionen, auflagenstärkste Zeitung der Welt. Und im Durchblättern sehen Sie eigentlich, wie modern das Erscheinungsbild teilweise war, mit Bildtextreportagen, aber oft auch wie traditionell in den Anzeigenwelten. Und Sie sehen das ganze Spektrum, auch vielleicht ein bisschen diese kulturelle Zerrissenheit der Weimarer Zeit. Eine gute Einführung in diese Ausstellung.
Übrigens zeigen wir auch in der Ausstellung immer wieder die Originalfotografien und dann die Medien, für die sie gebraucht worden sind. Die Zeitungen, die Zeitschriften, die Fotobücher. Es ist bei Fotografie ja oft ganz wichtig und wird oft vergessen, zu fragen, wer hat das Foto gemacht, aus welchem Grund und wofür wurde es verwandt, wozu wurde es gebraucht oder wo wurde es auch missbraucht. 5 Lieblingsbilder haben wir uns gemeinsam angeschaut. Die anderen 395 sehen Sie in der Ausstellung. Übrigens hat jedes Bild eine eigene Erklärung. Wir wollen, dass der Kontext verständlich wird. Fachbegriffe können Sie in diesem Booklet nachschlagen, wenn Sie etwas tiefer interessiert. Müssen Sie aber nicht natürlich. Sie können auch die ästhetische Qualität der Bilder ohne jedwede Erklärung genießen. Und übrigens, wir verlängern die Ausstellung. Sie wird nicht bis zum 19.01. zu sehen sein, sondern bis zum 23.03.2020.